Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Burkepack 2, die Dimension der Wünsche. Im letzten Part haben wir noch einige Freundschaften geschlossen im Flora-Bezirk, wenn ich mich recht entsinne. Und haben jetzt die Erlaubnis bekommen, den Felsbezirk zu betreten, wo wir neue Hinweise suchen sollen. Und wo es garantiert auch wieder ein Plakatportal geben wird. Von daher gesehen freue ich mich sehr, dass wir jetzt wieder einen neuen Bezirk betreten können. Der Felsbezirk macht seinem Namen natürlich alle Ehre, sollte klar sein. Ich persönlich bin generell nicht so der größte Fan von, Höhlen und Heirabigator und Felswelten. Deswegen, ich mag den Felsbezirk ganz gerne. Ich finde, er passt sehr gut und sieht auch sehr schön aus. Und es gibt auch einiges zu erleben. Aber ich mag einfach den Hafenbezirk und den Flora-Bezirk wesentlich lieber, so von der Optik her. Aber gut, gucken wir einfach mal. So, zur Gipfelfestung, Felsbezirk. Ja, bitte. Wobei auch der Felsbezirk teilt sich natürlich wieder in zwei Bereiche und ich finde den zweiten um einiges besser als den ersten und auch sehr, sehr toll sogar. Aber lasst euch einfach überraschen, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Wenn ihr es kennt, dann ist die Überraschung nicht ganz so groß. Felsbezirk, Gipfelfestung. Da wären wir. Wie gesagt, wenn man mal so ein bisschen guckt, macht seinem Namen schon alle Ehre. Alles so monochrom gehalten, ganz, ganz viele Felsen. Aber warum nicht? Zuerst einmal will ich wieder gegen den Baum rennen, weil kostenlose Beeren sind immer gut. Und wenn ich das jedes Mal mache, wenn ich so einen Baum sehe, das rechnet sich ja schon auf Dauer. Und da hinten ist das Meer. Das finde ich total schön, dass man das von hier aus sehen kann. Wo ist die Beere? Da. Wenn man mal so guckt, da möchte man gleich reinspringen. Aber es geht leider nicht. Da kommt Otti doch bestimmt nicht hoch. So. Aber Serpifoy kommt hoch. Und da habe ich doch noch ein Mobile gesehen. Hallo? Ich habe mich den weiten Weg vom Flora-Bezirk bis hierher geschleppt. Ich bin von der Anreise so erschöpft, dass all meine Glieder streiken. Sag mal, wärst du vielleicht so lieb, mich ein Stück meines Weges zu tragen? Bis zum Eingang würde mir schon reichen. Okay. Vielen Dank. Bis zum Eingang? Also quasi in die Richtung, oder? Wahrscheinlich. Wie Serpifoy läuft. Also ich denke mal... Er hat ja gesagt, er ist vom Flora-Bezirk aus hier hingekommen, also will er wahrscheinlich in den Felsbezirk rein, würde ich vermuten. Aber ich meine, es passt ja auch. Man kann sich ja denken, dass der Bezirk von Floink ist, beziehungsweise dass wir Floink hier antreffen werden. Genau wie wir Otaro und Serpifoy ja schon getroffen haben. Und deswegen passt das eigentlich ziemlich gut. Ich hätte zwar so einen Lava-Bezirk irgendwie noch cooler gefunden, aber das passt schon. Da vorne sehe ich ein süßes kleines Victini. Aber vorher haben wir Mobai abgesetzt. Yippie, wir sind da. Danke, Freunde. Kein Problem. Da hinten sehe ich doch einen Bolterus. Das guckt so ganz sneaky um die Ecke. Alles klar, dann will ich doch gleich mal einen kleinen Rundgang durch die Gipfelfestung wagen. Tschüsschen. Viel Spaß. So, von der einen Cutscene in die nächste, würde ich vermuten. Huch. Hi. Sag mal, habt ihr zufällig irgendwo meinen Kumpel Floink gesehen? Sag bloß, dein Freund ist auch diesen Entführern in die Falle getappt. Aber keine Panik, wir werden deinen Kumpel schon finden, versprochen. Das würdet ihr für mich tun? Sonst findet man Floink immer beim Training in der Gipfelfestung. Aber dort habe ich ihn jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Na schön, dann fangen wir am besten mit unserer Ermittlung in der Gipfelfestung an. Das wäre echt nett von euch, danke. Oh, da fällt mir ein, um in die Gipfelfestung gelassen zu werden, benötigt ihr ein Passwort. Aber wenn ich euch das Passwort einfach so verrate, bekomme ich bestimmt Ärger. Mit mehr als einem Hinweis kann ich euch leider deshalb nicht dienen, also hört gut zu. V-Roulette! Oh nee, falsches Spiel? Na gut. Was ist unglaublich kostbar, aber entfaltet seinen wahren Wert erst, wenn man es jemandem zukommen lässt? Denkt mal drüber nach, ich suche jetzt mal die Kampfarena hinter der Gipfelfestung nach Floink ab. Bis bald hoffentlich. Tschüss, Victini. Ist schon so ein bisschen random. Aber gut. Wow, das sieht echt sehr cool aus. Ich glaube, ich möchte auch wieder auf Otaro wechseln. Ich will so ein bisschen mit Otti rumlaufen. So, Bolterus.
Hat euch die Nase voll vom Plattendreschen im ersten Part. Ich lasse nur Pokémon durch, die das Passwort kennen. Das Passwort ist ein Teil des Mottos des Felsbezirks. Na, kennst du es? Dann raus mit der Sprache. Also das Motto des Felsbezirks lautet Kühnheit und... Ich weiß nicht, also es ist kostbar und entfaltet seine wahre Kraft erst, wenn man es mit anderen teilt. Das könnte eigentlich alles sein, oder? Fangen wir mal mit Kraft an. Das war völlig daneben, weil so gesehen, wenn man seine Kraft mit anderen teilt, dann ist das ja auch wirkungsvoller. Vielleicht Güte? Ah, Kühnheit und Güte. Das Motto des Felsbezirks. Ja gut. In Ordnung, ihr könnt durch. Seid ihr zufällig auch hier, um euch das Turnier der Kämpfe anzusehen? Ich habe gehört, dieses Mal nehmen noch mehr starke Pokémon daran teil. Das wird bestimmt eine riesige Sause. Ich bin gespannt. Flamirex da hinten ist auch überhaupt nicht auffällig. Dieser Stein ist übrigens auch etwas irritierend, der hier einfach in der Gegend rumliegt. Was haben wir denn hier oben? Da ist noch ein Bärenbaum. Zack. Ui, was ist das denn hier? Ui, man einfach mal eben 100 Beeren. Ja, warum nicht? Oh, da ist eine Kiste. Die will ich haben. Achso, jetzt sind wir hier quasi am Eingang wieder gelandet. 300 Beeren. Ja, nehme ich auch gerne. Ich finde es aber auch sehr schön mit diesen ganzen Tüchern und so. Das hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, so Indianermäßiges. Ui, finde ich persönlich. Aber mehr fällt da leider nicht runter. Auch mit diesen ganzen Säulen hier. Das finde ich schon sehr schön. Also der Felsbezirk ist sehr atmosphärisch, aber wie gesagt, so rein optisch finde ich andere Sachen dann doch schöner. Also hier kann ich wieder runterplumpsen, das muss aber nicht zwingend sein. Na gut. Oh, da ist noch was. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Ein Tontöpfchen, okay. Ich finde das aber sowieso immer sehr schön, einfach durch die Gebiete durchzulaufen und alles zu erforschen. Aber so ein neues Gebiet ist natürlich dann immer noch was ganz anderes. So, wo fange ich jetzt an? Indem ich das hier kaputt mache, würde ich sagen. Edelstein. Erstmal wegwerfen. Hallo du. Rede mit mir. Wer sogar unempfindlich gegen Wasser ist. Frechheit. So, hier geht's auch wieder runter zum Eingang. Okay. Dann schauen wir doch mal. Da ist Mobai. Und da ist ein Flampi. Oh, die Kanone. Ich erinnere mich an die Kanone. Hallo! Flank widmet sich immer bei der Kanone seinem Spezialtraining. Ja. Ich will aber mit dir... Dann halt nicht. So, da oben komme ich vermutlich auch erstmal nicht weiter, denke ich mir. Mal gucken. Ich lasse euch erst durch, wenn Flambirex mir die Erlaubnis erteilt. Das Metier des Torwächters ist härter, als man denkt. Ihr seid nicht zufällig irgendwo Flampivian über den Weg gelaufen? Nein, nein, ich spreche natürlich nicht von mir selbst. Neben mir gibt es nämlich noch einen zweiten Torwächter. Leider ist dieser Kerl ein Freigeist und macht sich daher gerne rar. Wenn ihr ihn seht, dann schickt ihn doch bitte zu mir, ja? Alles klar. Huch, da hinten ist noch was. Dann vermute ich, wir müssen erstmal Floink finden, bevor wir uns mit irgendwelchen Pokémon anfreunden können. Ewige Flammen. Na gut. Ah, hier oben ist der Triffzeppeli halt. Und da ist noch ein Floink-Felsen. Okay, gucken wir erstmal nach Floink, bevor ich mich jetzt hier weiter umsehe. Kann ich hier nicht einfach runterhüpfen? Kann ich hier runterhüpfen? Nö. Ja gut, ist natürlich sehr logisch, dass da eine unsichtbare Wand ist. Vor allem, weil ich hier doch sowieso keinen Fallschaden bekomme. Aber gut, dann halt nicht. So, Flampi hatte irgendwas von der Kanone gesagt. Dann gucken wir doch vielleicht erstmal danach. Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Da scheint irgendjemand an der Kanone festzustecken. Hey, du da in der Kanone. Wer bist du und wie bist du da reingeraten? Mein Name ist Floink. Ich war gerade bei meiner Spezialattacke zu üben, als ich gestolpert und in die Kanone gefallen bin. Ach du liebe Zeit. Warte, wir holen dich sofort raus.
Moment mal, sagst du gerade, dein Name sei Floink? So hieß doch das Pokémon, nach dem Victini sucht. Kein Wunder, dass Victini ihn nicht gefunden hat, wenn er hier einen auf Möchtegern-Schornsteinfeger macht. Wir müssen ihn ja sofort rausholen. Aber leider ist keiner von uns groß genug, um an ihn ranzukommen. Hat irgendwer eine zündende Idee? Zünden ist das Stichwort. Lass uns einfach die Kanone abfeuern, damit ersparen wir uns einiges an Arbeit. Bumm und fertig. Eine ganz ausgezeichnete Idee, wie ich finde. Einfach, aber effektiv. Er meinte doch auch, er arbeite an irgendeiner Spezialattacke, oder? Dann ist er bestimmt hart im Nehmen und macht sich nichts aus einer lächerlichen kleinen Explosion. Bleibt nur noch eins zu klären. Wie setzen wir die Kanone in Betrieb? Komm, lass uns irgendjemand in der Nähe um Hilfe bitten. Ja, gut, ne? Flampi? Ihr wollt die Kanone abfeuern? Nichts leichter als das. Hört euch einfach in die Nähe und untersucht sie. Was, ist doch ein Witz, oder? Ihr wollt wirklich die Kanone zünden? Nein, habt Gnade, ich hab Angst. Irgendjemand in der Kanone scheint der Plan nicht zu gefallen. Bleibt er bei eurer Entscheidung? Ja, doch. Irgendwie müssen wir ihn ja rausbekommen. Wunderschön. Oh. Und Seppi voll ganz cool. Ihr müsst diese Kerle sein, die mich aus der Kanone gefeuert haben. Hatte ich nicht laut und deutlich darum gebeten, es nicht zu tun? Wer seid ihr überhaupt? Wie seid ihr überhaupt auf die wahnwitzige Idee gekommen, ein wehrloses Feuerferkel aus einer vermaledeiten Kanone zu feuern? Wir sind doch alle Pokémon, wo bleibt euer Mitgefühl? Aber es war das letzte Mal, dass ihr mit so etwas durchgekommen seid. Gleich bekommt ihr eine Kostprobe der Qualen, die ich euretwegen durchmachen musstet. Los, lasst uns kämpfen! Okay, das Kaumalat im Hintergrund. Ach, süß. Zack. Und tschüss. Ja, gegen Otaro hat Floink nicht so die Chancen. Im Normalfall. Huch, habt ihr das gesehen? Könnte es sein, dass... Aber ja, diese unglaubliche Attacke muss ich gelernt haben, als ihr mich aus der Kanone geschossen habt. Vielen Dank, Freunde. Wie jetzt? Soll das heißen, du bist uns plötzlich nicht mehr böse? Nicht die Bohne. So gesehen habe ich ja nur versucht, mir zu helfen. Victini macht sich große Sorgen um dich, Floink. Er hat uns darum gebeten, dich zu suchen. Victini, sagst du? Tja, auf wahre Freunde ist eben Verlass. Victini kümmert sich immer ganz rührend um mich. Aber was ganz anderes, ihr seid echt stark. Wie wär's, wollen wir nicht ein Team gründen und gemeinsam am Turnier der Kämpfe teilnehmen? Das Turnier der Kämpfe, was? Hm, wäre es nicht denkbar, dass unsere Entführer dort aufkreuzen, um starke Pokémon zu rekrutieren? Ich finde, wir sollten Floinks Einladung annehmen und mitmachen. Mir machst du nichts vor, Otaro. Das sind doch alles nur Vorwände, weil du am Turnier teilnehmen willst. Aber meinetwegen, ein bisschen neugierig bin ich ja selbst auch. Was sagst du, Pikachu? Wollen wir mit Floink ein Team gründen und am Turnier der Kämpfe teilnehmen? Ja, logisch. Oh, klasse, auf gute Zusammenarbeit. Dann kommen wir gleich mal zur Sache. Um am Turnier der Kämpfe teilzunehmen, benötigen wir die Erlaubnis von Flambirex. Schauen wir also zuerst bei ihm vorbei. Yay! Und damit ist unser Team auch vollzählig. Floink verfügt über eine sehr starke Sprintattacke. Versucht einfach mal aus dem Sprint heraus verschiedene Sorten von Felsen anzurempeln. Floink kämpft mit Feuerattacken, setze Flammenwurf ein, indem du eins länger gedrückt hältst und dann wieder loslässt. Schaltet die Wiederbedienung, um Brandstempel einzusetzen. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Floink. Aber ich finde es eigentlich ganz niedlich, solange er sich nicht weiterentwickelt. Es ist jetzt... Hat diese schöne Sprintattacke hier. Und den Brandstempel halt. Da komme ich noch nicht weiter. Ich nehme jetzt aber trotzdem mal erstmal wieder Otaro. Weil ich immer noch mit dem Flampi reden will. Ah, da hinten. Mal eben gucken. Da oben ist eine wahrweiße Feder. Moment, ich habe es genau gesehen. Jetzt brauche ich doch wieder Serpi. Fröhliches Pokémon-Karussell. So, da war ja das Secret, was ich schon hatte. Aber da komme ich auch nicht hoch, oder? Ist selbst für Serpi zu hoch. Ha. Moment. Huch, wollte mich nicht komplett drehen.
vielleicht von der Brücke aus irgendwie runterspringen? Lass mal im Auge behalten. So, da oben war ich auch schon. Und von da bin ich gekommen. Okay. Dann fangen wir doch mal hier an, mit den Pokémon zu reden. Erstmal hier unten. Und dann auch weiter oben. Kliebunkel. Ich kenne da jemanden, der es sich nicht nehmen lassen wollte, Castador eine Kopfnuss zu verpassen. Dass die Sache in Tränen endete, versteht sich von selbst, wer dieser Torfkopf war. Will ich aber nicht verraten, aber ich glaube, ihr wisst schon Bescheid. Okay. Niemand kann mich besiegen, ich werde der neue Champion. Die sich alle nicht mit mir anfreunden wollen. Na gut, dann gehe ich erstmal zu Flambirex und guck dann, ob sich irgendwer vielleicht mit mir anfreunden möchte. Vielleicht passiert das ja erst hinterher. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Hallo? Flambirex, ich habe mit diesen drei Pokémon ein Team gegründet, um am Turnier der Kämpfe teilzunehmen. Du gibst uns doch bestimmt die Erlaubnis dazu, oder? Oh, hallo Floink. Du hast also endlich Partner für dein Team gefunden. Aber bevor ich euch am Turnier der Kämpfe teilnehmen lassen kann, müsst ihr noch zwei zusätzliche Prüfungen bestehen. Nummer 1. Irgendjemand von euch muss diesen Felsen da drüben zertrümmern. Mhm. Überlasst das nur mir. Seit ich aus der Kanone gefeuert wurde, hat meine Rempelattacke einiges an Wucht hinzugewonnen. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, warum wir das jetzt zwingend nochmal üben müssen. Ich meine, gut, andererseits, als wir Serpifeu neu hinzugekommen haben, mussten wir ja diesen Baumstumpf und da so ein bisschen das Springen üben. Bei Otaro? Ja gut, da mussten wir aufs Wasser. Also so gesehen wurden unsere Fähigkeiten schon immer direkt getestet. So, die zweite Prüfung. Begibt euch in die Höhle und bringt mir den kühnen Haftbart. Lasst euch einfach aus der Kanone schießen, dann seid ihr gleich da. Wie bitte? Wir sollen uns aus einer Kanone schießen lassen? Was für eine wahnwitzige Idee. Pokémon kann man doch nicht einfach so aus einer Kanone schießen. Wo bleibt denn da das Mitgefühl? Bevor ihr mich auf meinen Freiflug über den Felsbezirk geschickt habt, hat es aber noch ganz anders geklungen. Na, was soll's. Kommt, auf geht's zur Höhle. Na gut. Dann gehen wir erstmal zur Höhle, bevor wir uns hier weiter umsehen. Das ist ja kein Problem. Die Pokémon laufen uns hier ja hoffentlich nicht weg. Aber der kühne Haftbart, er hat sich diesen Namen ausgedacht. Und tschüss. Das war ein Schuss in den Ofen. Oder so ähnlich. Kommt jetzt wieder so eine 2D-Passage eigentlich? Ja. Du kannst den Block unter dir mit Floinks Brandstempel zerstören und so den Weg, ihn so aus dem Weg schaffen. Ah, Weave-Verbindung schütteln. Alles klar. Aber stimmt schon, wir hatten jetzt bislang bei jedem Partner so eine 2D-Passage. Bei Otaro im Leuchtturm, bei Serpifeu im Baumstumpf und hier in dieser Höhle mit Floink. Los geht's! Zack. Zack. So, dann habe ich da Wasser gesehen. Ich glaube, das ist für Floink nicht ganz so gut. Otaro! Huch! Ich wusste nicht, dass ich so weit im Vorfeld springen muss. Huch. Ach so. Zack. Dann, huch, aufzulaufen, Otaro. Und die Zeit bleibt tatsächlich im Auswahlbildschirm stehen, das ist praktisch. Serpifeu! Ich weiß nicht, ob die anderen hier vielleicht auch hochkommen würden. Huch. Aber mit Serpifeu geht's natürlich leichter. Dann einmal auf Floink wechseln. Zack. Zack. Dann werde ich mal wieder Serpifeu nehmen. Dann kann ich zumindest an die Zeit auch auf jeden Fall da dran. So. Was ist hier unten? Ach so, da ist noch mehr Zeit. Nio. Ansonsten kann ich auch eigentlich hier hoch, oder? Ach nee, hier ist auch noch Zeit. Okay.
dann gehen wir wieder hier hoch. Nicht, dass ich die Zeit jetzt zwingend brauchen würde, aber warum nicht? So, und Otti wieder. Serpi, Otti, Pika, aber Floin kann man so schlecht abkürzen. So. Dann nochmal hier runter. Warum habe ich eigentlich damals immer Probleme gehabt mit diesen Passagen? Ich habe keine Ahnung. Da wären wir doch schon. Vielleicht habe ich mich damals einfach nur blöd angestellt. Weil schwer sind die ja nicht. Sollen sie ja auch nicht sein. Meine Wii stirbt gefühlt wieder. Das tut sie immer beim Ladebildschirm. Sie ist dann so verdammt laut. Das ist aber auch noch eine ganz alte Wii. Also vom Release damals. Man kann es ihr nicht übel nehmen, dass sie ein bisschen schwächelt. Okay, dann Flambirex. Ah, hier. Huch, Floink. Ich wollte gerade sagen, so hoch sind die Stufen nicht, das kriegst auch du hin. Hallo. Flambirex. Da ist ja der kühne Haftbart, der ultimative Beweis eures Mutes. Nun kann ich euch ruhigen Gewissens erlauben, am Turnier der Kämpfe teilzunehmen. Geht zu Flampivian und lasst euch von ihm das Tor öffnen. Alles klar. So, die Sache ist, kann ich jetzt mit dem Pokémon hier spielen? Oder geht das immer noch nicht? Mobile hatte ich ja sowieso schon. Da, Flampi. Huch, Otaro. Das war etwas zu weit. Ich bin schon wieder versehentlich in Castado hineingelaufen. Wenn ich nur etwas schneller zu Fuß wäre, könnte ich ihm demnächst vielleicht besser ausweichen und da kommst du ins Spiel. Ja, fangen können wir gerne machen, aber nicht mit Otaro. Ich dachte jetzt, es möchte kämpfen, weil Flampi ist für mich jetzt nicht so das Pokémon, mit dem ich unbedingt um die Wette renne. So, wir alle scheinbar Probleme mit Castado haben. Glibunkel ja auch. So, ja bitte. Ich weiß nicht, ob Otti das auch geschafft hätte. Ach, du rollst dich einfach weg. Aber ich glaube, Serpi ist dafür doch besser geeignet. Ah, wobei, ich weiß nicht, ich finde, zweimal Sprint gelevelt macht halt schon einiges aus. Auf jeden Fall war es so angenehmer. Genau, raff du dich dann wieder auf. Okay, dann können wir uns jetzt scheinbar wirklich mit den Pokémon hier anfreunden. Da geht's zu Flampivian. Dann haben wir noch Zurukex und Glibunkel. Vielleicht das andere, das Trance-Flampivian, was sich ja getarnt hat. Rasaf ist da hinten noch. Da ist noch irgendwie die wahrweiße Feder, an die ich nicht drankomme, aber vielleicht halt von oben. Da war ich. Da ist noch ein Bärenbaum, von da bin ich gekommen. Yo. Dann haben wir noch ein paar Pokémon, mit denen wir uns anfreunden können. Und dann wechseln wir mal so ein bisschen die Etage. Weil da oben sind ja auch noch Brücken. So, zack. Die nehme ich auch noch mit. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokepack 2, die Dimension der Wünsche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Autsch, Borazov. Bis dahin. Ciao, Leute.